Derzeit ist im Schlossmuseum in Weimar eine Ausstellung zu Ehren von Karl Alexander zu sehen, die wir in Kooperation mit der Universität Jena und dem Hauptstadtarchiv Weimar erarbeitet haben und in deren Mittelpunkt die Beziehungen Karl Alexanders zu Japan und zum japanischen Tenno stehen. In der Ausstellung sind am Anfang, wo es um die Biografie von Karl Alexander geht, vor allem Porträts zu sehen. Das sind gemalte Porträts, aber eben auch eine ganze Reihe von Plastiken, die hier in der Falkengalerie so einen Parcours bilden, durch den man sich hindurch bewegen kann. Und anhand dieser Figuren kann man die dynastischen Beziehungen nachvollziehen. Im zweiten Teil geht es um kulturpolitischen Austausch mit Japan. Karl Alexander besucht ja 1873 die Weltausstellung in Wien, trifft da mit einer hochrangigen japanischen Delegation zusammen und das ist eigentlich der Ausgangspunkt für alle weiteren Aktivitäten. Ein dritter Teil beschäftigt sich insbesondere mit dem Austausch der Universität Jena und Japan. Es kommen ja schon sehr früh eine ganze Reihe von japanischen Studenten auf Empfehlung von Karl Alexander nach Thüringen. Und im vierten Teil sehen wir eine ganze Reihe von Kunstwerken, die ja letztendlich auch durch die Vermittlung von Karl Alexander oder als Geschenk an ihn hierher kamen und die wir in gewisser Weise neu entdeckt haben in unseren Sammlungen. Also insofern sind hier eine ganze Reihe von Kunstwerken zu sehen, die man in dieser Weise bislang nicht sehen konnte.